eine Nacht drüber geschlafen oder auch nicht? Roman Neustädter hat gestern gesagt, es wird eine schlaflose Nacht. Ja, viele Stunden habe ich nicht gepennt. Ich musste erstmal nach Hause, ich musste das Ding erst noch verarbeiten. Die Musik im Auto laut aufgedreht, damit ich irgendwie vergesse, was da noch in den letzten Sekunden passiert ist. Aber wie gesagt, im Fußball heißt es schön, es geht immer weiter. So wie im Leben auch. Und wir müssen davon lernen, ganz einfach. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass euch das passiert ist. Hängt da irgendwie was im Kopf seit dem Bayern-Spiel, was so ein bisschen eine Blockade irgendwie bringt? Kann ich im vollen Bewusstsein nicht sagen. Ich kann es im Unterbewusstsein vielleicht beschreiben. Ja, indem wir einfach so ein bisschen das Quäntchen Glück uns nicht so richtig erarbeiten, beziehungsweise das uns fehlt. Wir machen den Sack nicht zu, wie gegen Düsseldorf. Müssen das Ding aber dann trotzdem auch irgendwie verwalten, müssen auch clever spielen, aber ja, die letzten 5 Minuten haben wir dann ja, so einen Konter bekommen. Und ja, ich meine, nichtsdestotrotz tut mir natürlich leid für den ganzen Verein, für die Fans, für uns als Mannschaft natürlich auch alle, aber es geht weiter, wir haben 4 Punkte immerhin und damit steht man immer noch auf Platz 2. Horst Held hat gesagt, da müssen wir halt was in Arsenal holen. Ja, warum nicht? Ich habe das Spiel auch gestern gesehen. Natürlich ist es eine klasse Mannschaft, klasse Verein, aber wir dürfen uns da nicht verstecken. Montpellier war auch keine Hammerwerfer-Truppe gestern. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal wieder Wolfsburg. Jetzt kommt der Alltag in der Bundesliga und darauf freuen wir uns wieder im Heimspiel. Und da wollen wir endlich 3 Punkte behalten. Ich muss trotzdem noch einmal kurz nach gestern gehen. Schon mit dem Jule gesprochen? Nee, ich habe gesehen, er war ja an seinem Handy dran. Aber bei ihm war es, denke ich mal, Schock. Er wollte seiner Familie schnell Bescheid sagen, denke ich. Und ja, es tut mir leid richtig für ihn. Er hat ein super Spiel gemacht gestern und ja, dann unglücklich aufgekommen. Leider haben wir die 3 Punkte auch nicht für ihn geholt. Jetzt geht es am Samstag gegen Felix Magath. Das ist für einige Spieler immer noch ein bisschen was Besonderes. Wir haben schon ein bisschen was von Jefferson Fafan gelesen. Du hast ja auch nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt der beste Freund von Felix Magath. Motiviert das nochmal so ein bisschen extra für Samstag? Ich meine, wir spielen gegen VfL Wolfsburg und nicht gegen Felix Magath. Man muss trotzdem Respekt haben vor dieser Person, so wie vor jeder andere auch. Man muss mit keinem Hass in das Spiel gehen, sondern man muss mit einer absoluten Motivation reingehen, das Spiel zu gewinnen. Wir müssen damit reingehen, einfach die letzten 2 Zweie, wie man so schön sagt, wenn es überhaupt im Deutschen richtig war, müssen wir versuchen, ja, mal 2-0 gewinnen oder auch mal einfach nur die 3 Punkte. Ein Drecksack-Sieg würde mir auch schon reichen. Hauptsache, wir holen die 3 Punkte und ja, das ist das Wichtigste am Wochenende.